Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler66, Stunde der Wahrheit. Wieder mal, schon fast Tradition, auf einem Sabbat. Heute ist der 10. Juni 2017 und ich habe mich hier eingefunden, obwohl das Wetter draußen wieder so schön ist, die Sonne scheint, es warm ist, um endlich das Buch fertig zu bekommen, die Lesung von Dr. Martin Kobialka. Ökumene und Weltregierung. Ich habe so viel andere Sachen vor und zu tun in der Zukunft, dass ich nicht anders kann, als dieses Buch jetzt wirklich zu Ende zu bringen. Ich gehe nicht viel drauf ein, auf das, was ich letztes Mal gelesen habe. Das habe ich ja zur Genüge gelesen und erklärt. Auf Seite 100, 102, 103. Wir lesen jetzt weiter auf Seite 104. Wo wir letztes Mal aufgehört hatten. Ich gehe nur ganz kurz zurück. Es gab ja da diese acht verschiedenen Punkte, die von dem Vorsitzenden der Oberkonsistorialrat Dr. Matthias Senz 94 veröffentlicht wurden, die wir alle durchgesprochen hatten. Dazu kam dann die Anmerkung von Dr. Kobialka. Und ich lese nur eben noch mal kurz diese Anmerkung vor, um darauf eben zurückzugehen. Das können wir hier lesen auf dem ersten Absatz auf Seite 104. Ne? Also meine Anmerkung dazu sagt er hier am Ende auf Seite 103. Aus diesen Briefen entnehme ich, dass die Kirche und kirchlichen Gemeinschaften in Deutschland der Meinung sind, dass sich die Lehre der Adventgemeinde in Bezug auf ihren prophetischen Auftrag geändert habe. Dass Kompromisse geschlossen wurden und diese Kirchen damit rechnen können, dass die Adventsgemeinde durch die Zugehörigkeit zur ACK sich den anderen Kirchen mit der Zeit ganz anpassen werde. Diese Auffassung entspricht aber nicht den Tatsachen und darum glaube ich, Dr. Kobialka, dass der Schritt der Gemeinschaft der Siebentagsadventisten in die ACK-Gastmitgliedschaft rückgängig gemacht wird. So, und wir hatten ja bereits letztes Mal besprochen, dass das eben nicht der Fall ist. Wer will, kann das ja gerne seine eigenen Untersuchungen anstellen und wird feststellen, dass die Siebentagsadventisten in Deutschland immer noch Mitglied der ACK sind. Obwohl Gastmitglied, und was das heißt, das hatten wir ja vorher schon besprochen. Also lesen wir weiter. Die Meinung der verschiedenen Kirchenmänner spiegelt sich aber auch in der Presse wider. Dazu nur einige Sätze. Dr. Geldbach ruft die Mitgliedskirchen der Arbeitsgemeinschaft der katholischen Kirchen in Deutschland auf, Zitat, durch Entgegenkommen der Gemeinschaft der Siebentagsadventisten zu helfen, den im Osten schon lange und im Westen jetzt eingeschlagenen Weg in die Ökumene der Weltkirchen weiterzugehen. Ende Zitat. Die Zeitschrift Idea Spectrum, ja, also den, gut, vielleicht das, was ich unterstrichen habe, sollte ich dann vielleicht eben erklären, ja, den im Westen jetzt eingeschlagenen Weg in die Ökumene der Kirchen weiterzugehen. Das heißt, die Siebentagsadventisten sind Teil der Ökumene. Die Ökumene, was das ist, habe ich erklärt in einem der anderen Teile. Das könnt ihr euch angucken, das Video von der römisch-katholischen Kirche. Da wird ganz deutlich erklärt, was die Ökumene für die römisch-katholische Kirche bedeutet. Und die römisch-katholische Kirche ist der Initiator der ökumenischen Bewegung. Ja, nicht vergessen. Die Zeitschrift Idea Spectrum führt auch Dr. Geldbach an mit dem Hinweis, die ökumenische Öffnung der Adventisten zu fördern und nicht zu behindern. Denn ihre Lehre habe sich geändert. Die Lehre der Siebentagsadventisten habe sich geändert. Die Siebentagsadventisten geben, um in der Ökumene mitmachen zu können, ihre Lehre auf, dass jeder Papst in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft der Antichrist ist. Sie weichen, wie wir auf Seite 100 gelesen haben, von der Feststellung ab, dass es eine pauschale Feststellung ist, dass der Papst, dass das Papsttum der Antichrist ist. Ja? Also, sie haben ihre Lehre geändert. Im Gemeindedienst-Infos des Evangelischen Gemeindedienstes für Württemberg, Februar 1994, spricht Klaus Sturm von, Zitat, einer zunehmenden ökumenischen Aufgeschlossenheit auf der Leitungsebene.
in der Adventgemeinde und hofft, dass es in ihr zu einem Aufbruch und Erneuerung kommt. Er überschreibt seinen Artikel Die Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten auf dem Weg zur Freikirche? Fragezeichen. Ende Zitat. Ja? Klaus Sturm spricht hier von einer zunehmenden ökumenischen Aufgeschlossenheit auf der Leitungsebene. So, und das ist jetzt ein ganz wichtiger Satz. Wir müssen begreifen, und ihr müsst begreifen, wenn ihr solche Videos von mir schaut, ich greife hier niemanden an, der in der Sieben-Tags-Adventistenkirche organisiert ist, der ein Sieben-Tags-Adventist ist, der gerne in die Kirche geht und damit meint Jesus einen Dienst zu tun. Die Leute greife ich nicht an, die Leute greife ich genauso wenig an, wie zum Beispiel die in die katholische Kirche gehen und meinen damit Jesus einen Dienst zu tun. Ich probiere sie nur wach zu rütteln. Und dieser Satz hier sagt es doch ganz deutlich. In der Mitte auf Seite 104, schaut euch das an, hier steht es schwarz auf weiß, einer zunehmenden ökumenischen Aufgeschlossenheit auf der Leitungsebene. Die Leitung. Das heißt nicht, dass ich in der Basis, der ich in der Basis bin, damit einverstanden bin, was die Leitung tut. Nur, und jetzt kommt der Kasus Knactus. Wenn ich nicht damit einverstanden bin, dass meine Kirche auf Leitungsebene Ansichten vertritt, die nicht biblisch sind, dann muss ich eben aus der Organisation raus. Kommt raus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden. Habe ich ja schon oft genug vorgelesen. Offenbarung 18, Vers 4. Und hier kommt es gerne noch einmal. Ja? Und zwar in komplett, wie sich das gehört. Nicht immer nur den einen Satz da zitieren. Ja? Teilweise. Es steht geschrieben. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach, geht aus ihr heraus, mein Volk, damit ihr nicht ihre Sünden teilhaft werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfanget, denn ihre Sünden reichen bis zum Himmel und Gott hat ihre Ungerechtigkeiten gedacht. So steht es in Offenbarung 18, Vers 4 geschrieben. Gott richtet sich an sein Volk. Und sein Volk sitzt auch in der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten. Sein Volk sitzt auch in der Kirche der Katholiken. Hier steht deutlich geschrieben, dass es eine zunehmende ökumenische Aufgeschlossenheit auf der Leitungsebene gibt. Wenn die Leitung ökumenisch ist und damit die ganze Kirche ökumenisch macht, dann bleibt für mich nur ein Schluss, wenn ich ein bibeltreuer Christ bin, und das ist, aus der Kirche auszutreten und dem Worte Gottes zu hören, der da sagt, geht aus ihr heraus, mein Volk. In Idea Spectrum von 394 berichtet Klaus Rösler von einem Allianzgebetstreffen in der Darmstädter Johanneskirche unter der Überschrift Charismatiker und Adventisten bei der Gebetswoche. Ich zitiere, Zitat, mit Zungengesang und Visionen. Die Predigt hält ein Pastor der Adventisten. Er ruft dazu auf, offen zu sein für Gottes Wirken auch in anderen Gemeinden. Nötig sei eine Vielfalt des Glaubens. Ende Zitat. Ja, Charismatiker. Wie kann man jetzt den Leuten Charismatiker erklären? Charismatiker. Wollen wir mal gucken, was Google Images dazu sagt, wenn man das Stichwort aufruft. Dann kriegt man natürlich das Bild von bestimmten, vor allen Dingen US-Predigern, wie zum Beispiel hier Joel Osteen. Ja? Ist er das nicht? Sieht doch für mich so aus wie Joel Osteen. Und selbst wenn er das nicht ist, dann gucken wir, gucken wir mal weiter. Charismatiker, ja gut, also hier finde ich das jetzt nicht besonders. Ich habe natürlich ein paar Bilder vorbereitet, ja, wie immer. Ja, wenn das Internet nicht mitarbeitet, dann müssen wir hier mal eben schauen. Warte mal, Open a New Window. Ich habe ja schon mal ein paar Bilder von den Charismatikern gezeigt. Und dann gucken wir hier halt mal. Die Charismatiker, die wir aus der Kirche kennen, hier zum Beispiel eine charismatische Bewegung aus der römisch-katholischen Kirche, ein Bild davon.
da ist deutlich zu sehen, was das für Leute sind, mit Zungengesang und Visionen. Die Predigt hält ein Pastor, der in diesem Fall Adventisten. Diese charismatischen Bewegungen, ja, die, wie hier zum Beispiel Benny Hinn, sieht man hier auch, und die ganzen Leute, die am Boden liegen, alle so gesagt besessen vom Heiligen Geist. Ja. Besessen von einem Geist, ja, vom Heiligen Geist, da zweifle ich doch mal ganz stark an. Das ist Benny Hinn, und wir haben natürlich auch Joel Osteen und andere Charismatiker, die ich erwähnen könnte. Der Punkt ist nur, dass wir begreifen, dass sogar diese charismatische Bewegung, wo Leute in zwischen Anführungsstrichen Zungen sprechen, ja, in einer Zunge, das ist ein Gebrabbel, ein teuflisches Gebrabbel, was sie selber nicht verstehen, weil sie können euch nicht sagen, was es ist. Aber sie sagen von, oh, das wird uns aber vom Heiligen Geist ingegeben. Ja, aber in der Bibel steht deutlich drin, dass es dafür Übersetzer geben muss. Und wenn ein Übersetzer nicht da ist, dann soll man besser seinen Mund halten. Und hier wird in Ideaspektrum davon gesprochen, dass Charismatiker und Adventisten bei der Gebetswoche mit Zungengesang und Vision ein Pastor der Adventisten hält die Predigt in diesem Augenblick und ruft dazu auf, offen zu sein für Gottes Wirken auch in anderen Gemeinden. Das sei nötig für die Vielfalt des Glaubens. Vielfalt des Glaubens. Entschuldige bitte, aber wo hat Jesus Christus jemals von einer Vielfalt des Glaubens gesprochen? Könnt ihr mir das sagen? Hier ist das Bild noch mal ein bisschen schärfer, was wir gerade eben hatten. Auch wieder so ein Charismatiker. Charismatische Erneuerung in der katholischen Kirche. Wo hat Jesus jemals von Vielfalt des Glaubens gesprochen? Könnt ihr mir nicht sagen, ne? Nee, das glaube ich. Also gehen wir zurück zum Buch. Diese Briefe und Pressemitteilungen geben ein verkehrtes Bild der gesamten Adventgemeinde wieder, wie ich feststellen konnte, meint Kobialka. Ja, es gibt vor allen Dingen wieder, dass es wohl einen Unterschied gibt zwischen der Leitung der Kirche und der Basis der Kirche. Ja? Trifft es wirklich zu, dass das Papsttum die ACK dazu benutzen will, um alle anderen christlichen Kirchen wieder unter seiner Herrschaft zu vereinen? Ich schrieb an die höchste Autorität der katholischen Kirche in Deutschland, den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, und bat um die Überlassung der Broschüre Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls 110, Päpstlicher Rat zur Förderung der Einheit der Christen, Direktorium zur Ausführung der Prinzipien und Normen über den Ökumenismus, 25. März 1993. Nach dem Studium dieser Richtlinien für Bischöfe und Priester erkannte ich ganz klar: Erstens, allein die katholische Kirche sei im Besitz der ganzen offenbarten Wahrheit und aller Mittel des Heils. Zweitens, alle anderen Kirchen oder auch Sekten, wie wir am Anfang des Buches so bereits besprochen hatten, alle anderen Kirchen hätten nur unvollkommene Formen der Gemeinschaft und sollten sich damit nicht zufrieden geben. Sie seien gegen den Willen Christi und würden die katholische Kirche in ihrer Sendung schwächen. Drittens, es sei der Wille Christi, dass die Einheit der katholischen Kirche wieder zustande gebracht wird. Ja, ist das der Wille Christi, dass die Einheit der katholischen Kirche zustande gebracht wird, oder ist es der Wille Christi, dass die Einheit in seiner Kirche, die basiert ist auf der Wahrheit, ohne Kompromisse zustande gebracht wird? Die Frage sollte man sich stellen. Aber gut, der Autor fährt fort. Zitat: Durch die treue Predigt des Evangeliums und die Verwaltung der Sakramente durch die Apostel und ihre Nachfolger, die Bischöfe mit dem Nachfolger Petri als Haupt, also dem Papst, sowie durch ihre Leitung in Liebe. Bekenntnis des einen Glaubens in der gemeinsamen Feier des Gottesdienstes und in der brüderlichen Eintracht der Familie Gottes. Ende Zitat. Wie wir lesen können in diesem Pamphlet auf Seite 15 und 16. Vierter Punkt. Diese Einheit, die ihrer Natur nach eine volle, sichtbare Gemeinschaft aller Christen verlangt, ist das endgültige Ziel der ökumenischen Bewegung.
Ah ja? Was ist das endgültige Ziel der ökumenischen Bewegung, die eingeleitet wurde von der römisch-katholischen Kirche? Diese Einheit, die ihrer Natur nach eine volle, sichtbare Gemeinschaft aller Christen verlangt. Das geht ja nur, wenn die verschiedenen Christen, die verschiedene Ansichten haben, eben Kompromisse machen. Aber das ist das Ziel der ökumenischen Bewegung. Mit anderen Worten, konvertiere oder. Naja, und das oder werden wir wahrscheinlich ab nächstes Jahr sehen, wenn 500 Jahre Reformation in 2017 ja vorbei sind. Fünftens, der Dialog ist der Weg zu dieser Einheit. Tja, wie hieß die Überschrift dieses Kapitels noch? Dialog statt Protest. Ja? Der Dialog ist der Weg zu dieser Einheit. Das Wort Dialog kommt in dieser päpstlichen Anweisung von 120 Seiten immer wieder vor und kennzeichnet die Methode für die Wiedervereinigung aller Kirchen unter dem Papsttum. Diese päpstlichen Anweisungen für die Arbeit mit der Ökumene sind nicht nur theoretisch. Die praktische Auswirkung zeigte sich auch beim 25. Evangelischen Kirchentag vom 9. bis 13. Juni 1993, also 24 Jahre vor meiner Aufnahme heute am 10. Juni 2017, in München, bei der Evangelische und Katholiken gemeinsam an der Fronleichnamsprozession teilnahmen. Ja, da kann man schon mal den Abfall sehen. Ein Protestant sollte niemals an einer Prozession teilnehmen, weil das ist nicht biblisch. So wurde in einer Zeitung dieser Kirchentag scherzhaft auch der Evangelische Katholikentag genannt. Das trifft's wohl ziemlich genau. Nun kommt hier noch eine kleine Anmerkung dazu, die der Autor dazu schreibt. Er sagt hier: Fron steht für Herr, Leichnam für den Körper Christi, in den die Hostie beim Messopfer verwandelt wird, in der Transsubstantiation, der Verwandlung des Brotes in den Leib Christi. Das bedeutet, dass die Hostie jetzt nicht mehr Brot sei, sondern der wahrhaftige Leib Christi. Das Fronleichnamsfest ist Mitte des 13. Jahrhunderts von Papst Urban IV. Zur Erinnerung an die Einsetzung des allerheiligsten Altarsakraments gestiftet worden. Der Legende nach geht das Fest auf eine Vision einer frommen Nonne, Juliana aus Lüttich, zurück. Sie sah im Mond eine Lücke, die nur durch das Fest ausgefüllt werden konnte. Ich habe ja schon öfter gesagt, was die Transsubstantiation genau ist, was sie beinhaltet. Und deswegen will ich da jetzt auch gar nicht weiter groß darauf eingehen. Nur mal eben ein kleines Bild nochmal zeigen, dass ihr das nochmal eben sehen könnt. Das Dogma der Transsubstantiation. Das heißt, dass der Priester der römisch-katholischen Kirche mit fünf lateinischen Worten hoc est enim corpus meum, Jesus Christus vom Himmel herab befiehlt in diese Oblate. Wenn man genau hinschaut, sieht man hier auch das IHS drauf. Und mit diesen Worten, purer Hokuspokus, mit diesen Worten diese Oblate, dieses Stück Brot, verwandelt in den Körper, das Blut, die Seele, den Leib, die Göttlichkeit und die Menschlichkeit von Jesus Christus. Dieses Stück Brot wird der leibliche Messias. Und das essen wir dann. In Von Babylon nach Rom bin ich darauf eingegangen, dass die Priester von Baal, Kana Baal, dass das eben zurückgeht auf den babylonischen Kannibalismus. Rom kommt aus Babylon. Wer es noch nicht weiß, schaut sich bitte die Abspielliste von Babylon nach Rom an, basierend auf dem gleichnamigen Buch von Alexander Hislop von 1853. Und das Dogma der Transsubstantiation wird hier gerade eben wieder mal erwähnt und hier von Dr. Kobialka erklärt. Aber ich denke, ihr habt es inzwischen begriffen.
begriffen. Man muss ja nicht alles immer wiederholen. Bis zur Unkenntlichkeit. Im Materialdienst der Ökumenischen Zentrale 1993 wird ein Gespräch mit Dr. Heinz Albert Rahm vom Päpstlichen Rat zur Förderung der Einheit der Christen wiedergegeben. Hier ein Auszug aus diesem Interview, aus diesem Gespräch. Frage: Wie beurteilen Sie die Verknüpfung, die sich mit der katholischen Fronleichnamprozession und der evangelischen Pilgerschaft auf dem Marienplatz vollzog? Dr. Rahm: Das war sicher ein ganz wichtiger Schritt. Das glaube ich auch, ja. Vor 10 Jahren wäre so etwas noch nicht möglich gewesen. Wir sprechen hier von 1993. Der Papst hat immer wieder gesagt, wir brauchen konkrete, sichtbare Schritte. Deshalb ist es für mich eine Freude, dass die Münchner sich auf so etwas eingelassen haben. Ich glaube, das ist ein Zeichen, wie es mit der Ökumene weitergehen kann. In Rom haben wir einen viel zu kleinen Mitarbeiterstab, um diese Arbeit zu leisten. Da sind wir auf die Mitarbeit der vielen nationalen ökumenischen Kommissionen und ACKs angewiesen. Ende Zitat. Und jeder, der dann eine Mitgliedschaft in der ACK beantragt, ist dann eben auch ein Mitarbeiter an der römisch-katholischen Agenda, wollen wir es mal so nennen. Nach dem Papstbesuch in Speyer, ganz wichtiger Ort, ne? Erinnert ihr euch, für Protestanten? Nach dem Papstbesuch in Speyer am 14. Mai 1987 wurde am Dom rechts vor dem Eingang eine Gedenktafel angebracht mit der Inschrift, Zitat: Das Leid der gespaltenen Christenheit ist das Leid dieses Gotteshauses. Es ist ein Denkmal der Einheit, die einmal gewesen ist, und ein Mahnmal zur Einheit, wie sie wieder kommen muss. Ende Zitat. Das kann man natürlich vor allen Dingen in Speyer hochhängen, wo der Protestantismus 1530 wirklich entstand. Der Name Protestanten entstand hier in Speyer bei der Reformation, sagt der Autor hier, das habe ich ja gerade eben selbst gesagt. Durch den Papstbesuch soll Speyer zum Mahnmal der Einheit, der Beendigung des Protestes gegen Rom werden. Tatsächlich hat der Protest bei den protestantischen Kirchen schon aufgehört und ist in den Arbeitsgemeinschaften der christlichen Kirchen durch den Dialog ersetzt worden. Wir sind Dialogisten. Wir sind keine Protestanten mehr, wir sind Dialogisten. Wir treten in Dialog mit dem Antichristen. Ich meine mit wir diese lauwarmen Menschen, die sich Christen nennen und die sich nicht an die Bibel und die Bibel alleine halten, die nicht nur die Bibel als ihre alleinige Autorität hochhalten. Es gibt da so ein schönes Wort vor und deswegen auch dieses Bild hier mal eingeblendet. Sola Scriptura. Wenn ich mich an die Bibel und die Bibel alleine, an Gottes Wort und an Gottes Wort alleine halte, dann bin ich offen für jeden Dialog, aber nur auf Basis der Bibel. Die Bibel und damit Gott, mein Herr, ist die Basis meines Gewissens und die Basis meines Lehrens und Lernens. Und wer das nicht akzeptiert, der ist nicht im Herrn. Wer das nicht akzeptiert und auch darin zustimmt, der ist eben kein Christ in dem Sinne, wie die Bibel einen Folger des Herrn nennt. Das muss man so sagen. Das ist einfach so, ob ihr das gerne habt oder nicht. Gott macht keine Kompromisse und Gott verändert sich nicht. Er ist derjenige, der alles fehlerfrei geschaffen hat. Wir haben es verknallt. Wir sind Dialogisten. 1974 fahren wir auf Seite 107 fort. Ohne jetzt in Blau hier zu sein. Was ist das denn jetzt? Funktioniert hier mein PDF nicht mehr? Ah ja, schon öfter gehabt. Das kann mal leider passieren. Das verabschiedet sich so. Wartet mal. Muss ich mal eben Feierabend machen.
Das ist leider passiert, dass ab und zu mal fließen. Der Computer reagiert natürlich ein bisschen langsam, weil die Kamera läuft. Also das hat man mit diesen Live-Videos. Ja, kann man nichts machen. Endprozess, ja, ja. So, und dann wollen wir eben sehen, dann rufen wir das Bild nochmal wieder auf. Von dem F. Wo ist denn das jetzt hier? So. Das hat der Computer manchmal. Nicht nur meiner, eurer vielleicht auch. Weiß ich nicht. Also, wir waren auf Seite 107. 1974 fand in Berlin auf Einladung der Konferenz bekennender Gemeinschaften in den evangelischen Kirchen Deutschlands zum ersten Mal ein europäischer Bekenntniskonvent statt. 40 Jahre zuvor, also 1934, wurde die Barmer Erklärung der bekennenden Kirche Deutschlands gegen die von Hitler verursachten Kirche der deutschen Christen verabschiedet. Jetzt folgte die sogenannte Berliner Erklärung auf dieser Barmer Erklärung. Gegen den synkretistischen Schwarmgeist und den dämonisierten Humanismus des Ökumenischen Rates der Kirchen, wie es der evangelische Theologieprofessor Künneth formulierte. Diese Erklärung hatte 12 Thesen zum Inhalt und die werden jetzt eben mal folgen. Erste These: Der neue Humanismus als antichristliche Versuchung. Unsere Zeit ist eine Sichtungsstunde der Christenheit. Ein widergöttlicher Humanismus als Vergötzung des Menschen dringt im Gewande einer scheinchristlichen Theologie weltweit in die Christenheit ein und unterhöhlt das Christusbekenntnis der Kirche. Ein widergöttlicher Humanismus, Vergötzung des Menschen. Ja, der Mensch erhebt sich selbst zum Gott. Alleine schon mal dadurch, dass er das zweite Gebot nicht verfolgt oder behält, indem Gott deutlich sagt, dass man sich keine Idole machen soll. Und wenn dann diese geschnitzten Idole, die Ohren haben, aber nicht hören, Augen haben, aber nicht sehen, Nasen haben, aber nichts riechen, Hände haben, aber nicht handeln, Füße haben, aber nicht gehen, die nichts tun können, außer dass wir sie schön einkleiden und anmalen und alles drum und dran, wenn wir die zum Gott erheben, dann sind wir natürlich selbst persönlich ein noch besserer Gott. Memra TV hat da heute ein wunderschönes Video zu rausgebracht über die Marienverehrung, das ich jedem anraten kann, sich anzuschauen. Ich bin ja vorsichtig, mit andere Kanäle anzubefehlen, sicher wenn es um christliche Dogmen oder Lehre aus der Bibel geht. Aber der Memra TV beeindruckt mich immer wieder, obwohl er ein ehemaliger Muslime ist. Aber der bringt wirklich eine sehr gute Lehre raus. Aber gut, ich will jetzt auch nicht zu weit abschweifen, aber eben nach dem Motto, wie er gesagt, als Vergötzung des Menschen. Ja, erst macht der Mensch sich eine Götze von seinem Gott, dann vergötzt er sich selber und damit macht er sich selbst zum Gott. Und was haben wir damit? Die Erfüllung dessen, was Satan den Menschen im Garten Eden damals versprochen hat. Wenn ihr von dieser Frucht esset, dann werdet ihr sein wie Gott. Der neue Humanismus als antichristliche Versuchung. Das erscheint mit so einer Erklärung in einem anderen Licht. Ja? Punkt 2. Die neue Polarisierung als unausweichliche Scheidung in den Kirchen. Aufgrund der unterschiedlichen Beurteilung dieses scheinchristlichen Humanismus geht heute ein Riss quer durch die Konfessionen oder Denominationen oder Glaubensgemeinschaften. Weltweit zeichnet sich der Gegensatz zwischen der Gemeinschaft im biblischen Bekenntnis zu Jesus Christus und einer weltverhafteten Ökumene ab. Christus hat gesagt, wir sind in dieser Welt, aber wir sollen nicht von dieser Welt sein. Wir sind in Jesus Christus wiedergeboren und halten von daher keinen Kontakt mit dem Weltlichen in der Hinsicht. Und genau das ist der Punkt. Das biblische Bekenntnis zu Jesus Christus gegenüber einer weltverhafteten Ökumene, dieser Welt angehörend. Da geht es im Grunde drum. Punkt 3. Der neue Wächterruf als Gebot der Verantwortung.
beunruhigt durch die Bedrohung des biblischen Glaubens in der Ökumene, gebeugt unter unsere eigene Mitschuld an dieser Entwicklung und bedrängt durch die Verwirrung zahlreicher Christen, die vergeblich nach Hirten ausschauen, sind wir gerufen, ein Wächteramt in der Kirche wahrzunehmen. Schwiegen wir, so träfe uns Gottes Gericht. Na, wie ihr hier sagt, beunruhigt durch die Bedrohung des biblischen Glaubens in der Ökumene, gebeugt unter unserer eigenen Mitschuld, unter unserer, müsste das hier heißen, eigenen Mitschuld an dieser Entwicklung und bedrängt durch die Verwirrung zahlreicher Christen, die vergeblich nach Hirten ausschauen. Ja, Christen, die vergeblich nach Hirten ausschauen, sind für mich keine Christen, weil sie haben nicht begriffen, dass es nur einen Hirten gibt, Jesus Christus. Und an dem muss ich keine Ausschau halten, den habe ich in meiner persönlichen Beziehung mit ihm auf der einen Seite und die kann ich jedes Mal nachlesen, wenn ich sein Wort in der Hand halte, nämlich die Bibel. Ja? Das ist für mich mein Hirte. Ich muss mich nicht nach weltlichen Hirten umschauen, wenn ich Gott habe. Zu Teil 4 auf der nächsten Seite kommen wir dann. Muss ich das mal ein bisschen größer machen hier vielleicht. 100%. Das ist ja sowieso genug, wenn man das hier liest. Ne? So. Punkt 4. Wahre Befreiung offenbart die Heilige Schrift allein. Ja, dem stimme ich schon mal zu. Ein Hauptgegensatz zwischen dem Evangelium und der heutigen Ökumene bricht auf an der Frage, wie verhält sich das Heil in Christus zu den Befreiungsbewegungen? Allein der Gehorsam gegen das Wort Gottes bewahrt uns davor, einem politisch verfälschten Evangelium zu verfallen. Richtig. Und diese ganzen Befreiungsbewegungen sind ja nur dazu da, wie auch die Freiheit, die römisch-katholische Kirche immer nur predigt. Die Freiheit des römischen Katholizismus ist die Freiheit, römischen Katholizismus überall frei praktizieren zu können. Freiheit für Katholiken ist die Freiheit vom Wort Gottes, ist die Freiheit von der Drangsal Gottes, wie sie es nennen. Gott hat uns aber keine Drangsal auferlegt, Gott hat uns wirklich frei gemacht, vor allen Dingen frei von der Welt. Punkt 5. Wahre Befreiung erwarb Christus allein. Ökumenische Führer behaupten, dass Jesus Christus heute in den Revolutionen und Fremdreligionen zum Heil der Welt handele. Sie versuchen, diese Irrlehre aus der Schrift zu beweisen. Damit ist der Weltkirchenrat auf dem Wege, Jesus Christus durch sein antichristliches Gegenbild zu ersetzen. Und das ist die Essenz des Antichristen. Ja? Nämlich anstelle von Jesus Christus zu sein. Viele Leute, auch Leute, die meine Videos schauen, denken, der Papst kann nicht der Antichrist sein, weil der Papst ist doch ein Freund von Christ, der lehrt doch Jesus Christus. Der ist doch gut. Ja, aber der Antichrist Judas war auch ein Freund von Christus und hat ihn verraten. Er war kein Mensch, keine Person, die Jesus Christus öffentlich widerstand. Die Lehre des futuristischen Antichristen jedoch deutet auf einen Antichristen, der ein offener Gegner von Jesus Christus ist. Die Gefahr liegt ja gerade darin, dass der Antichrist ein scheinbarer Freund von Jesus Christus ist. Dass er sagt, ja, Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Dass er das lehrt, was Jesus Christus gelehrt hat, aber im Grunde immer etwas anderes meint. Wahre Befreiung vermittelt das Evangelium allein. Seit Jahren besteht im ÖRK, also im Ökumenischen Rat der Kirchen, die Neigung, die unantastbare Mitte des biblischen Evangeliums, die Vergebung der Sünden, durch den Ruf zur sozialpolitischen Befreiung zu verdrängen. Damit wird auch noch von der Versöhnung mit Gott als deren Voraussetzung gesprochen wird, das Evangelium zur wiederchristlichen Ideologie verfälscht. Keine Welteinheitskirche unter Punkt 7, weil die ökumenische Bewegung es bisher nicht vermochte, die Konfessionen auf apostolischer Grundlage zu einigen, erstrebt sie heute zwischenkirchliche Einigung auf rein organisatorische Weise. Die Bekenntnis- und Wahrheitsfrage wird verdrängt oder formelhaft überspielt. Jünger Jesu aber wissen sich eins in geistlicher Gliedschaft an seinem Leibe.
und nur an seinem Leibe. Und nicht in Friede, Freude, Eierkuchen um die Kirche tanzen und Ringelpiez mit anfassen, wie dieses Bild hier wieder mal so schön zeigt. Wir sind eins im Leibe Christus, durch die Wahrheit miteinander verbunden. Und nicht durch Kumbaya-Lieder tanzen und Kompromisse und Dialoge einzugehen. Punkt 8. Keine Welteinheitsreligion. Der Weltkirchenrat steht an einem schicksalhaften Wendepunkt. Die anfängliche Ökumene der Kirche droht heute zur Ökumene der Religionen gemacht zu werden. Wir warnen vor der Gefahr einer synkretistischen, also die Religion vermengenden, Welteinheitsreligion. Ja, das ist der Warnschrei, den die Protestanten bereits im 19. Jahrhundert in England gerufen hatten, wie James Atkin Wiley, wie Henry Gretton Guinness, wie Charles Haddon Spurgeon, wie Bischof J.C. Ryle, von dem ihr ja in Babylon nach Rom, von Alle Wege führen nach Rom auch gelernt habt. Solche Leute haben immer davor gewarnt, von der Welteinheitsreligion, die herangetrieben wird oder die angetrieben wird, nicht heran, die angetrieben wird nur durch die römisch-katholische Kirche, hier dargestellt durch die zwei sich überkreuzenden Schlüssel. Der goldene Schlüssel für die spirituelle und der silberne Schlüssel für die weltliche Macht. Der spirituelle liegt natürlich über dem silbernen Schlüssel. Keine Welteinheitsreligion. Unter Punkt 8. Der Weltkirchenrat steht an einem schicksalhaften Wendepunkt. Die anfängliche Ökumene der Weltkirche droht heute zur Ökumene der Religionen gemacht zu werden. Wir warnen vor der Gefahr einer Welteinheitsreligion. Ich wiederhole das nicht, weil ich es vergessen habe, sondern weil ich es wirklich wichtig finde, dass wir uns das gut einprägen, der Punkt 8. Punkt 9 fährt weiter. Keine Welteinheitsgemeinschaft. Die ökumenische Leitidee gipfelt heute in der utopischen Vision, also in dem Wunschbild, einer mit vereinten menschlichen Kräften zu schaffenden Weltfriedensgemeinschaft aller Rassen. Aller Rassen, aller Religionen und aller Ideologien. Sie verkennt damit ihre heilsgeschichtlichen Aussagen über das Kommen des Reiches Gottes. Eine weltverhaftete Kirche, die diese Gabe der Wiederkunft Christi eigenmächtig vorwegnehmen will, wird dem Antichrist den Weg bahnen. Der Antichrist, der Papst von Rom, will das Königreich Christus, als dessen Stellvertreter er sich bezeichnet, hier auf Erden errichten. Jesus Christus hat jedoch deutlich gesagt, mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Die Bibel gibt uns immer die Antwort auf die Fragen, die wir stellen, auch in diesem Falle. Ja? Eine weltverhaftete Kirche, also die sich an das Materielle, die sich an diese Welt klammert und haftet, die diese Gabe der Wiederkunft Christi eigenmächtig vorwegnehmen will, nämlich das Errichten des Königreiches Christi hier auf Erden, wird dem Antichrist den Weg bahnen. Der Antichrist hat nämlich gar nichts anderes vor als das. Warum? Weil Satan schon im Himmel Anbetung forderte. Und die fordert er von allen Menschen hier. Und er wird auch dazu kommen, dass die Menschen hier auf dieser Erde ihn anbeten werden. Und wenn du es nicht tust, dann wird er dich umbringen. Und du kannst nur in Frieden sterben, wenn du die Weisheit der Bibel hast. Dass du nicht den fürchten musst, der dir hier auf Erden das Leben nehmen kann, sondern dass du den fürchten musst, der dir in der Hölle das leibliche und das Seelenleben auf alle Ewigkeit nehmen kann, wie es in der Bibel geschrieben steht. Nämlich beim Gericht. Wenn du nicht bei der ersten Auferstehung dabei bist, dann hast du den Zug verpasst. Dann kommst du zwar auch zur Wiederauferstehung, aber zur zweiten, und die ist zum Gericht und danach zur ewigen Verdammnis. Und das ist für die Leute vorgesehen, die dem Antichrist den Weg bahnen, die dem Antichristen helfen, seine Politik der eine Weltregierung hier auf dieser Erde durchzusetzen. Der nächste Punkt ist bereits Punkt
10 auf Seite 109. Wir lesen: Die utopische Vision, die viele in der Ökumene verzaubert, ist nicht nur eine falsche, vom Menschen erdachte Lehre. Sie ist zugleich eine Geistesmacht. Jeden, der sich auf sie einlässt, die Ökumene, steckt sie an und verändert fast unbemerkt sein geistliches Bewusstsein. Punkt 11. Ökumenismus als Eroberungsstrategie. Das ideologisierte Evangelium wird mit großem Geschick unter allen Kirchen und christlichen Gemeinschaften der Erde verbreitet. Die utopische Vision verlangt, dass sie alle für die Einreihung in die ökumenische Bewegung in Richtung auf eine Welteinheitsgemeinschaft gewonnen werden. Die dabei auf allen Kontinenten zu beobachtenden Methoden erscheinen wie Glieder eines weltumspannenden Gesamtplanes. Ja, in dem hier Christus nachgemacht wird. Die verschiedenen Glieder ein und desselben Leibes. Genauso probiert hier der Satan, das Wort Gottes wieder einmal auf seine Art und Weise auszulegen. Das letzte Mal, als die Menschen sich zusammentaten und eins wurden, hat Gott ihren Turm zerstört und hat die Menschen mit den verschiedenen Sprachen verwirrt, weil er diese Einheit in der Welt nicht gut heißt. Einheit gibt es nur im Leibe Jesus Christus und nicht auf dieser Welt. Der 12. Punkt ist der letzte, den wir aus diesem Papier lesen, dieser Erklärung von Theologieprofessor Künnert. Die 12. These lautet: Geistesunterscheidung und Widerstand, Sammlung und Sendung. In festem Vertrauen auf die großen Verheißungen unseres Herrn für die ihm treu bleibende Gemeinde und mit nüchternem Blick auf ihre schwere Bedrohung durch einen falschen Geist rufen wir unsere Schwestern und Brüder im Geiste in aller Welt auf. Lest eure Bibel. Ja, das habe ich ja auch immer ganz am Anfang an einem dieser Filme, glaube ich, stehen. Lest eure Bibel, damit ihr Tag um Tag durch das Wort der Wahrheit in Christus eingewurzelt werdet. Nur wer das Wort Gottes kennt, die Bibel, in der unser Herr sich uns offenbart, nur wer das Wort kennt, weiß auch, was er lehrt. Und wer die Wahrheit kennt durch die Lehre Jesus Christus, der ist in der Lage, die Lügen in dieser Welt zu entdecken, aufzudecken und zu exponieren. Das ist genau das, was ich mit Lesungen wie diesem Buch auch tue. Erkennt die geistliche Gefahr, die heute durch die Verfremdung des Evangeliums auch in der Gestalt der ökumenischen Bewegung auf euch zukommt. Fordert, fährt der Autor fort in dem nächsten Punkt. Ja? Fordert eure Kirchen und Missionsleitungen auf, dieser Einstellung des Glaubens öffentlich entgegenzutreten. Nun, wenn ihr das tut und eure Kirche und Missionsleitung, euer Pastor oder was auch immer, hört nicht auf euch, was müsst ihr dann tun? Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach: Geht aus ihr heraus, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. So einfach ist das. Wenn ihr die Kirche und deren Leitung auffordert, die Einstellung des Glaubens in der Hinsicht zu verändern, dass es an sola scriptura wieder herankommt, dann müsst ihr die Konsequenz ziehen und daraus gehen. Vereint euch in weltweiter Bruderschaft des Glaubens, der Fürbitte und des Bekenntnisses. Bezeugt das wahre Evangelium von Jesus Christus in Wort und Tat, bis er wiederkommt, wie wir in Matthäus 24, Vers 14 nachlesen können. Weiter heißt es in dieser Berliner Ökumene-Erklärung unter These 12d,
Sollte es dennoch zu keiner Umkehr im ÖRK und in den konfessionellen Weltbünden kommen, so fordert eure Kirche und Missionen auf, ihre Mitgliedschaft in den ökumenischen Organisationen zu überprüfen und diese zu verlassen. Vergleiche mit Offenbarung 18, Vers 4. Ha? Schon mal gehört? Verweigert in jedem Fall wieder christlich verfälschten Unternehmungen eure Unterstützung. Nun, dieser letzte Satz in 12d, den muss ich hier nochmal eben vorlesen. Sollte es dennoch zu keiner Umkehr im ÖRK, also im Ökumenischen Rat der Kirchen, und in den konfessionellen Weltbünden kommen, wie dem ACK, so fordert eure Kirchen und Missionen auf, ihre Mitgliedschaft in den ökumenischen Organisationen zu überprüfen und diese zu verlassen. So, und wenn ihr das nicht könnt, wenn ihr euch das nicht traut, dann geht eben selbst aus der Kirche raus. Der angeführte Text in Offenbarung 18, Vers 4 heißt, Zitat, und ich hörte eine Stimme vom Himmel, die sprach, geht aus von ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhaftig werdet an ihrer Sünden, auf dass ihr nicht empfanget etwas von ihren Plagen. Die Bibel, von der hier zitiert wird, ist nicht die von mir zitierte Schlachter 1951, wo es wieder anders klingt. Das ist ja immer das, was ich meine. Ne? Verschiedene Bibeln, verschiedene Lehren, aber im Großen und Ganzen steht hier schon dasselbe. Der Zusammenhang wird durch Vers 2 deutlich. Sie ist gefallen, Babylon, die Große. Ja? Wie lautet denn Vers 2 in der Schlachterbibel? Und er rief mit mächtiger Stimme und sprach, gefallen, gefallen ist Babylon die Große und ist eine Behausung der Dämonen und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Vögel geworden. Denn von dem Wein ihrer grimmigen Unzucht haben alle Völker getrunken und die Könige der Erde haben mit ihr Unzucht getrieben und die Kaufleute der Erde sind von ihrer gewaltigen Wollust reich geworden. Wer sind denn die Kaufleute der Erde? Die Jesuiten und die von ihnen kontrollierten Organisationen durch die verschiedenen päpstlichen Ritterorden, die alle großen Firmen dieser Welt ihr Eigentum nennen. Da können wir ein anderes Mal gerne drauf eingehen. Hier werden als Babylon, auf Deutsch Verwirrung, die von Christus abgewichenen Kirchen bezeichnet. Diese Abkehr von Christus wird geistlich als Ehebruch und Unzucht gebrandmarkt. In Offenbarung Kapitel 17, Vers 2 lesen wir, und zwar jetzt von der Bibel hier aus diesem Buch zitiert, nicht von der Schlachter, Zitat, die auf Erden wohnen, sind trunken geworden von dem Wein ihrer Unzucht. Ende Zitat. Tja, von dem Wein ihrer Unzucht. Da finde ich eigentlich, könnte man sich ja auch nochmal ein Bild anschauen von... Der Computer macht es mir hier heute wirklich schwierig, ne? Ich glaube, ich habe das unter Tier hier stehen. Ansonsten ist das unter Biest. Ist doch mal ein interessantes Bild, was ich da vielleicht gerne eben mit reinnehmen möchte. Ja, ihr seht ihr selber, er sucht langsam hier. Irgendwas stimmt mit dem Computer nicht. Und wie steht es mit meiner Aufnahme? Läuft die noch? Das muss ich mal eben kontrollieren. Ich habe nämlich fast den Eindruck, ja doch, die Aufnahme läuft noch. Zum Glück, sonst wäre mir dasselbe passiert wie letztens mit dem Schwur der Jesuiten, wo dann meine Aufnahme auf einmal weg war. Ne? Die Frau und das Tier. Das Bild müssen wir uns mal eben hier anschauen, während ich das vorlese. Entschuldigung, dass das so lange dauert, aber das muss man bei diesen Live-Videos eben mal mitnehmen. Die Frau und das Tier. Die auf Erden wohnen, sind trunken geworden von dem Wein ihrer Unzucht. Der Wein, der hier in diesem Kelch ist, die Frau, die eine Kirche symbolisiert, durch die Farbe Scharlach und Rot, die Sündenfarbe, eine abtrünnige Kirche. Und das, was sie hier im Getränk hat, das ist nichts anderes als das Blut der Heiligen. All derjenigen, die in den letzten paar hundert Jahren, in den letzten 2000 Jahren kann man sagen fast, gestorben sind für ihren Glauben an Jesus Christus. Der Wein ihrer Unzucht.
Der Wein als geistiges Getränk ist ein Sinnbild für die verkehrte oder verdorbene und vergorene Auffassung des Evangeliums. Sie sind also nicht mehr nüchtern und können die Wirklichkeit nicht mehr erkennen und erfassen. Und das sieht man ganz besonders eben bei diesen Charismatikern. Ja? Das wird auch in der These 10 der Berliner Erklärung als eine Geistesmacht bezeichnet. Jeden, der sich auf sie einlässt, steckt sie an und verändert fast unbemerkt sein geistliches Bewusstsein, wie wir gerade eben gelesen hatten in dem Punkt 10, Ökumene als Irrgeist. So, nun sind wir langsam zum Ende dieses Buches gekommen. Denn auf dem letzten Absatz auf Seite 111 schreibt der Autor: Hier bezeichnen die evangelischen Theologieprofessoren und Pastoren die ökumenische Organisation. Mal eben gucken, dass das hier ja, läuft immer noch. Hier bezeichnen die evangelischen Theologieprofessoren und Pastoren die ökumenischen Organisationen wie ÖRK und ACK als Babylon und damit als hoffnungslos abgefallene Institutionen. Tja, etwas anderes sind diese Organisationen wie die ACK und die ÖRK und der Weltkirchenrat auch nicht, ja, die wir alle hier zusammen sehen. Das eben nochmal kleiner und dann das Bild nochmal ein wenig größer. Ja. Hier bezeichnen die evangelischen Theologieprofessoren und Pastoren die ökumenischen Organisationen wie die ÖRK und ACK als Babylon und damit als hoffnungslos abgefallene Institutionen. Wer mit ihnen zusammenwirkt, wer mit der ÖRK oder dem ACK zusammenwirkt, wird trunken und verliert sein geistliches Bewusstsein. Daher die Aufforderung Gottes selbst: Geht aus von ihr, mein Volk. Das wahre Volk Gottes sind alle echten Nachfolger Christi, die bekennen, wie Paulus im 1. Korintherbrief Kapitel 2, Vers 2 sagt: Ich hielt mich nicht dafür, dass ich etwas wüsste unter euch, ohne allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und das beendet das Buch Ökumene und Weltregierung von Dr. Robert Martin Komialka. Dr. Martin Komialka. Ich hoffe, dass ich jetzt gut verstanden habe, warum ich das Buch gelesen habe. Es ging im Grunde alles nur um diesen Anhang B. Ja? Auf den letzten paar Seiten, ab Seite 97 in diesem Buch, da sind all die ganzen wichtigen Dinge aufgeführt. Und ich weiß nicht, ob der Dr. Komialka noch Mitglied in der Kirche ist. Ich weiß auch nicht, ob er überhaupt noch lebt, weil er war ja geboren 1928. Der würde ja schon 90 Jahre beinahe sein. Ich wünsche es ihm. Ich hoffe, dass er inzwischen die Konsequenzen gezogen hat von dem, was er hier schreibt. Das ist doch manchmal komisch, ne? Dass man von solchen Leuten liest, dass sie sagen von, ja, kommt da raus, wie gerade aus diesen 12 Punkten hier, von dem Ökumenischen Rat, von diesen 12 Thesen vom Theologieprofessor Kühnert angeschrieben wurde. Kommt da raus aus ihr, haltet euch an das, was Gott sagt, Offenbarung 18, Vers 4, aber dass die Leute dann selber den Schritt nicht machen, dass sie selber in der Kirche bleiben. Überdenkt doch mal, warum ist Walter Veit immer noch Siebentagsadventist? Warum ist Walter Veit Mitglied von Amazing Discoveries? Eine Organisation, die eine 501c3 steuerbefreite Organisation in den Vereinigten Staaten ist und damit eine Agentur des Staates, eine Staatsagentur, eine staatliche Kirche darstellt. Warum ist Walter Veit da immer noch Mitglied von? Ich meine, man kann ja nun denken von Bill Hughes, von dem ich ja auf meinem zweiten Kanal die Sendungen hochlade von Behind the Door. Da kann man ja von denken, was man will. Aber er ist zumindest kein Siebentagsadventist. Mitglied mehr. Ja, weil sie ihn rausgeschmissen haben, könnt ihr jetzt sagen. Aber warum haben sie ihn rausgeschmissen? Weil er darauf bestanden hat, die Drei-Engel-Botschaft weiterhin so fortzuführen, wie sie in der Bibel geschrieben steht. Und daraufhin hat seine Hierarchie, seine Kirchenhierarchie zu ihm gesagt, nö, das tragen wir nicht weiter mit. Dann schmeißen wir dich raus. Und dann hat er gesagt, dann schmeißt er mich eben raus. Aber das Wort Gottes
geht keine Kompromisse ein. Und ich mache keine Kompromisse mit dem Wort Gottes. Und ich, Jörg von Joggler 66, mache auch keine Kompromisse mit dem Wort Gottes. Warum sehe ich jetzt hier mein Foto endlich hier? Meine Güte. Ich brauche mal einen neuen Computer. Na jedenfalls, das war das Buch. Ökumene und Weltregierung von Dr. Martin Kobialka, einem 7-Tags-Adventisten, vorgelesen und analysiert, besprochen und ich hoffe eindeutig erklärt von Jörg von Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Und ich habe natürlich meine nächsten Projekte schon hier, da werde ich in gegebener Zeit auch drauf eingehen. Das nächste Buch, das ich lesen werde, hat 3 Bände und in total knapp 2000 Seiten. Und das werde ich ausschließlich in Deutsch lesen, nicht in Englisch. Ich habe auch noch ein anderes Buch, was ich in Deutsch und Englisch vorbereite. Die verborgene Geschichte der Jesuiten, da könnt ihr euch drauf freuen. Das mache ich erst noch fertig und dann nehme ich das nächste Programm in Anspruch, in Angriff und werde dann mit dem nächsten weiterhin fortfahren. Bis hierhin hoffe ich erstmal, dass es euch heute gefallen hat und dass ihr die Lesung des Buches Ökumene und Weltregierung gut verfolgt habt und dass ihr gut verstanden habt, dass es mir nicht darum ging und auch nicht darum geht, 7-Tags-Adventisten anzuklagen. Aber es geht mir darum, die Fehler aufzuzeigen und dann zu sagen von, ja Leute, korrigiert dann den Fehler. John F. Kennedy, der berühmte, ermordete amerikanische Präsident, hat einmal gesagt, ein Irrtum wird erst zu einem Fehler, wenn man sich weigert, ihn zu korrigieren. Wenn ich in einer Kirche mit organisiert bin und wenn ich erkenne, dass diese Kirche vom Pfad Gottes, von der Bibel und von der wahren Lehre Jesus Christus abweicht, dann muss ich die Konsequenzen tragen und muss ich einen Schlussstrich ziehen und muss ich dem Wort Gottes Folge leisten, der mir sagt, gehet aus ihr heraus, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfanget. Wenn ich das nicht tue, dann werde ich von Gott aufgrund meines Abfalls gerichtet werden. Nicht ich, Jörg, richte euch, Gott wird richten. Die Bibel und die Bibel alleine, ob mir das gefällt oder nicht. Aber so ist es. Danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Jörg von Joggler 66, Stunde der Wahrheit, meldet sich ab und sagt Tschüss. We must start at the foot of the cross. For our souls in danger, we're at loss. And when we kneel in that awesome place, at that very moment, you'll feel God's grace. Friend, let me tell you, you need to know, there is heaven, also hell below. Christ died on that cross to set you free from your vile sins and hell's agony. God's enemy without the cross. Reject Christ and to God your dross. To the prison of hell he will send, just Christ's work on the cross makes amends. God hates those who try to enter in, the gates of heaven still full of sin. Only his Son can take sin away, go to the foot of the cross this day. God has provided only one way to enter heaven's wondrous array. Accept what Jesus did for us all. He paid our debt, so hell won't befall. Go to the foot of the cross this day. His precious blood washes sin away. We each need to think more of his cross. Without our Savior, we're total lost.